Heute habe ich die Jeanette König hier. Jeanette ist Entspannungstrainerin. Wir arbeiten jetzt schon mehrere Jahre miteinander. Entspannung, das brauchen wir alle, Jeanette. Aber sag mal, eine Entspannungstrainerin, was bedeutet das? Ja. Also die genaue Bezeichnung für meine Ausbildung ist Entspannungspädagogin. Was bietest du denn an Entspannungsverfahren? Was gibt's denn da? Ich biete das autogene Training und die progressive Muskelentspannung in der Hauptsache an. Das sind zwei klinisch erprobte und in ihrer Wirksamkeit erwiesene Entspannungsverfahren. Wobei ich der Meinung bin, dass jedes Entspannungsverfahren wirksam ist, wenn der richtige Mensch das richtige Verfahren für sich selber gefunden hat. Na, aber bei mir ist es das autogene Training und die PMR. Beim autogenen Training, das ist ja mehr ein mentales Training, entstanden aus der Selbsthypnose. Und bei der progressiven Muskelentspannung geht ja die Entspannung über den Körper, über die Muskulatur. Das heißt ja Entspannen durch Anspannung. Das ist so ein bisschen der Unterschied, dass man weiß, okay, beim autogenen Training arbeite ich nur mental, ich suggeriere mir Entspannung. Und bei der progressiven Muskelentspannung, da tue ich etwas, ich spanne meine Muskeln an und lasse sie wieder los. Und das Wichtigste eigentlich bei den Entspannungsverfahren allgemein ist, dass Körper und Seele immer eins sind. Es ist nicht voneinander zu trennen. Und wenn mein Körper schmerzt, dann schmerzt auch irgendwann meine Seele. Und wenn meine Seele schmerzt, dann schmerzt irgendwann mein Körper. Ja, also gerade bei chronischen Schmerzpatienten ist nämlich die Entspannung ganz, ganz wichtig, weil Schmerz macht einfach Stress. Da ziehen wir uns zusammen, wir verspannen uns. Das macht wieder mehr Stress und dann wieder mehr Schmerz. Darum ist es ganz wichtig, auch mal loszulassen, sich zu entspannen, die Muskulatur zu entspannen. Aber man hat tatsächlich auch festgestellt, im MRT, also wirklich mit intensivsten Diagnostiken, dass gewisse Areale im Gehirn auch stimuliert werden unter Entspannung. Entspannungsverfahren, die uns helfen, mit Schmerz besser zurechtzukommen. Und darum wäre es toll, wenn wir was sehen und mal erlernen könnten von dir, Jeanette. Und ja, vielleicht können wir gleich mal zusammen eine Entspannungsübung machen. Ja, machen wir gerne. Also am einfachsten kann man über den Atem entspannen. Also mit dem Atem, das sage ich immer so, das ist schon die halbe Miete bei der Entspannung. Ne? Wir setzen uns einfach ganz bequem hin, beide Füße am Boden. Und die Hände haben wir in der Meditation nie zusammen, die liegen einfach irgendwie auf den Oberschenkeln. Und wenn du magst, dann schließen wir jetzt die Augen. Und du atmest einfach mal ganz normal, wie wir immer atmen, und beobachtest deinen Atem, ohne ihn zu beeinflussen. Einfach nur beobachten. Du beobachtest deinen Atem, wie er kommt und geht, ohne ihn zu beeinflussen. Einfach nur atmen. Und dann werde ich einfach einmal dich bitten, oder ich bitte dich, jetzt einmal deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit nur auf deinen Ausatmen zu richten. Dein Einatmen geschieht ganz von alleine. Und jetzt lasse deinen Ausatmen mal etwas länger werden als deinen Einatmen. Deinen Ausatmen etwas länger als deinen. Allein diesen Fokus auf den Atem, der bringt dich schon ganz zu dir und alles, was im Außen ist, ist vollkommen gleichgültig. Und jetzt wird der Ausatem ganz, ganz lang, bis nichts mehr drin ist an Atem, und dann erst wieder einatmen. Mach das 2-3 Mal. Ganz, ganz lange ausatmen. Sehr gut. Und dann zähle innerlich bis 3 und bei 3 machst du die Augen auf, nimmst einen tiefen Atemzug und bist frisch und munter wieder hier bei mir im Raum. Und ja, und richtig schön strecken und wieder da sein. Klasse. Wie fühlst du dich? Man hat so richtig gemerkt, wie sich der Herzschlag beruhigt hat, wie die Atmung langsamer geworden ist. Also man merkt richtig,
Man fährt runter. Also das Vegetativum, das unbewusste Nervensystem, kann man damit schon beeinflussen. Genau. Wir können das vegetative Nervensystem beeinflussen, obwohl das ja eigentlich nicht geht. Es arbeitet ja autonom. Aber es ist zuständig für Anspannung und Entspannung. Und wenn wir ganz lange ausatmen, dann aktivieren wir den Teil des vegetativen Nervensystems, das fürs Runterfahren zuständig ist. Und deshalb merkst du das schon auch ganz ungeübt sehr schnell, dass du runterfährst. Schön hast du das gemacht. Absolut, hat mir sehr viel Freude gemacht. Jetzt sag noch, Jeanette, ist das eigentlich eine Kassenleistung? Bekommt man da was bezuschusst oder wie schaut das aus? Ja, genau. Also das autogene Training und die progressive Muskelentspannung, das können Präventionskurse sein. Bei mir sind es Präventionskurse. Das heißt, die Krankenkasse bezuschusst, also die gesetzliche Krankenkasse bezuschusst diese Kurse mit mindestens 75 Euro. Mhm. Es gibt mittlerweile Krankenkassen, da hat sich was geändert, die geben sogar noch mehr dazu. Aber da fragt man am besten bei der eigenen Kasse, wie viel das dann letztendlich ist. Und wie häufig sollte man das üben? Was meinst du? Ja, alle Meditationsformen oder Entspannungsverfahren möchten trainiert werden. Wenn ich ein Sixpack haben möchte, dann trainiere ich auch jeden Tag meine Bauchmuskeln. Ne? Und so trainieren wir mental. Und das möchte auch jeden Tag trainiert werden. An sich sind diese Entspannungsverfahren ganz einfach zu erlernen. Ja, das waren doch super Anregungen. Mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, Sie haben auch was mitgenommen. Und ganz lieben Dank, Jeanette. Sehr gerne.